Herrn ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Herzlich begrüße ich Sie und Euch zu Hause zum Sonntag Quasimodogenity, wie neugeborene Kinder heißt das. Früher kamen alle, die in der Osternacht getauft wurden, noch einmal mit weißen Kleidern in die Kirchen hinein zum Gottesdienst. Da ging es los, zu bekennen, zeigen nach außen, dass man Christ ist, dass man glaubt. Hat Sie das Leben schon voll erwischt oder zweifeln Sie, zweifelt ihr noch am Neuanfang? Der Neuanfang ist uns schon jetzt verheißen im Glauben, durch die Taufe, durch Gottes Wort, durch seinen Segen. Wir feiern das Leben immer neu. So feiern wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei nun mit uns allen. Amen. Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, liebe Jugendliche, liebe Kinder, liebe Erwachsene zu Hause an den Bildschirmen. In der Osternacht, da feiern wir hier in Wittmund immer die Tauferinnerung. Die Osterkerzen leuchten und Wasser wird in das Taufbecken gegossen. Viele kommen hierher im Gottesdienst und werden dann mit einem Kreuzeszeichen an der Stirn gesegnet. Gott schütze dich auf deinen Wegen. Ein ganz persönlicher Zuspruch. Durch die epidemiologische Lage von nationalem Ausmaß, wie es seit einem Jahr nun heißt, haben wir hier in der Karwoche und zu Ostern keine Live-Gottesdienste feiern können. Das Coronavirus hält uns nach wie vor in Atem, fordert uns alle weiter heraus. Von wie vielen Glaubensgeschichten würde unser Taufbecken hier erzählen? Die Taufe, sie ist ein wichtiges Ereignis auf all unseren Glaubenswegen, ob als dreimonatiges Baby, als Konfirmandin oder als Erwachsene. Doch mit der Taufe ist dieser Weg nicht abgeschlossen. Zwischen Glaube und Unglaube werden wir lebenslang in Atem gehalten. Vertrauen wir auf die Worte von Jesus an seine Jüngerinnen und Jünger. Denn siehe, ich bin bei dir alle Tage bis ans Ende der Welt. Sein Versprechen bei jeder Taufe, neugeboren. Ein neuer Mensch, der in dieser Welt Hinweise auf Gott sucht und findet, seine Aufforderung zum Leben hört, umkehrt, neuen Sinn erlebt. Ostern, das heißt, Jesus rollt den Stein weg vom Grab, sprengt die Macht des Todes und schenkt uns sein Licht. Genau davon erzählt der Evangelist Johannes im 20. Kapitel seines Evangeliums. Es war Abend geworden,
an diesem ersten Wochentag nach dem Schabbat. Die Jünger waren beieinander und hatten die Türen fest verschlossen, denn sie hatten Angst vor den jüdischen Behörden. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Die Jünger freuten sich sehr, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Dann hauchte er sie an und sagte: Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie wirklich vergeben. Wem ihr sie aber nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Thomas, der auch Didymus genannt wird, gehörte zum Kreis der Zwölf. Er war aber nicht bei ihnen gewesen, als Jesus gekommen war. Die anderen Jünger berichteten ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Und er entgegnete ihnen: Erst will ich selbst die Wunden von den Nägeln an seinen Händen sehen. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen. Und ich will meine Hand in die Wunde an seiner Seite legen. Sonst kann ich das nicht glauben. 8 Tage später waren die Jünger wieder beieinander. Diesmal war Thomas bei ihnen. Wieder waren die Türen verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas: Leg deinen Finger hierher und sieh meine Hände an. Streck deine Hand aus und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Sei nicht länger ungläubig, sondern komm zum Glauben. Thomas antwortete ihm: Mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus zu ihm: Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind alle, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. In den meisten Ostergeschichten, da begegnen uns Menschen, die Angst und Zweifel haben. Zweifel an sich selbst. Zweifel an dem, was sie an Traditionen mitbekommen haben. Am Glauben. Da wird nach Beweisen gesucht. Gott soll doch gerade in den einsamsten Stunden da sein, auch im Tod. Glaube und Zweifel, die lassen sich, solange wir leben, nicht voneinander trennen. Es bleibt eben genau diese Bewegung, hin und her, mal sicher und mal völlig unsicher. Auf der Suche nach Sinn immer wieder neu, Zweifel bei uns und in uns herausfordernde Fragen, Krisen, Schicksalsschläge auf unseren je eigenen Lebenswegen. Krisen, vor die die Welt gestellt ist, so wie jetzt durch das Virus und auch durch den Klimawandel, der sich einfach nicht mehr wegdiskutieren lässt. Das fordert uns weiterhin heraus, nach Lösungen zu suchen und gemeinsam die Dinge anzupacken. Klar, es wäre schön, wenn alles sich lösen würde und der Weg einfach steil nach oben führte. Aber wir alle wissen und erleben, dass die Realität unseres Lebens alle schönen Pläne und Ziele schnell verändert. In dieser Geschichte, die wir gerade gehört haben von Jesus und Thomas, da hält der Rückzug hinter die verschlossenen Türen unserer privaten Frömmigkeit Jesus eben nicht davon ab, zu uns zu kommen. Jesus begegnet, sagt, seinem Tod am Kreuz den Jüngern und ganz besonders dem Jünger Thomas mit den Worten: Friede sei mit euch. Genau daran erkennen sie ihn. Und dieser Friede, er ist für unser Leben lebensnotwendig, wie Wasser und wie genug Nahrung. Kein Zweifel, Jesus gibt sich denen zu erkennen, die Wunden an den Händen und an seiner Seite. In die Auferstehung des neuen Lebens wird alles mit einbezogen, was wir Menschen erleiden und was uns von anderen Schreckliches angetan wird. Das sehen die Jünger auch an Jesus. Jesus lebt. Er durchbricht alle Kreisläufe von Schuld und Gewalt und des Lebens auf Kosten anderer zu einem ganz modern gesagten, nachhaltigen Leben im Miteinander, im Füreinander. Er befreit uns vom Blick nur auf uns selbst, zu wahrer Solidarität der Geschöpfe miteinander, auf Augenhöhe. Weil jedes Geschöpf eben eine unverlierbare Würde in sich trägt. Wie sehr wir aufeinander bezogen sind, das spüren wir doch gerade jetzt besonders deutlich. Durch diese ganzen Einschränkungen von Kontakten, durch das Leben auf Abstand, auch in dieser Form von Online-Gottesdiensten. Aber ich habe die feste Hoffnung in mir, dass der Ausbreitung des Coronavirus ein Ende gesetzt werden kann. Zu viel dreht sich momentan
doch um die Schuldzuweisung am Versagen in der Beschaffung und Verteilung der notwendigen Impfstoffe. Ein pragmatischer Umgang ist jetzt in dieser Krise umso mehr vonnöten. Den Vergeben von Schuld mit dem Erlassen von Sünde erleben wir doch Ostern mitten in unserem Leben. Ein Neuanfang. Friede zwischen Menschen und mit der Schöpfung kann nur werden in und durch uns. Und Jesus ruft uns zu dir und mir, so wie damals den 10 Jüngern und Thomas. Friede sei mit euch. Mit unserer Taufe beginnen so neue Wege. Manch einer spürt und macht sich das ganz klar, vielleicht besonders am Strand hier an der Nordsee, wenn die Wellen rauschen oder wenn die Sonne ins Meer versinkt. Ein anderer beim Blick vom Gipfel auf die vielen übrigen Bergspitzen in der Umgebung, die unzähligen, die einen eben nur staunen lassen und die uns zeigen, wie wundervoll diese Welt geschaffen ist. Und dass wir alles dafür tun müssen, dass das so bleiben kann. Jesus geht mit uns auf den Weg. In der Begegnung mit den Jüngern damals ereignet sich zugleich auch Pfingsten. Jesus schenkt den Heiligen Geist seinen Jüngern, wenn er weggeht. Er schenkt ihn uns. Und dieser Heilige Geist, der aktiviert Erkennen und Handeln. Wir gehen weiter auf sonnigem und freudigem Weg, aber auch auf bergigem, auf schwerem, auf schmerzvollem Weg. All das gehört zum Leben dazu. Und es kommen diese Momente, wo wir uns völlig verlassen fühlen. Momente, die Jesus selbst erlebt hat. Die uns aber eben die Hoffnung schenken. Wo Gottes Wege uns rätselhaft und verborgen bleiben, da gibt es dennoch einen Neuanfang. Der Heilige Geist trägt von außen an, was verborgen war. Und genau dann erinnere ich mich, ich bin getauft. Ich habe keine Angst. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Lebe das Leben. Immer wieder neu gilt uns das, was den Jüngern und Thomas gesagt ist. Was sie befreit hat von aller Trauer, Angst und Enttäuschung. Glückselig sind die, die mich nicht sehen und doch glauben. Uns scheint von Ostern her dieses Hoffnungslicht. Bleiben Sie, bleibe von Gott behütet. Amen.
alles, was uns bewegt, unseren Dank, aber auch unsere Bitten, die legen wir hinein in die Worte, die Jesus selbst uns geschenkt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dann ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht in diesen Tag und in die vor uns liegende Woche mit Gottes Segen. Selig seid ihr, die ihr glaubt. Berufen seid ihr, Gottes Liebe zu bezeugen. Wiedergeboren seid ihr zu einer lebendigen Hoffnung. Der Friede Christi sei mit euch. Sein Wort wirke durch euch und schenke euch miteinander Kraft. Sein Geist spreche durch euch. So behüte euch der barmherzige und gnädige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.